Auf die Wohnung einer jungen Frau und ihres Freundes wurde, während sie schliefen, ein Brandanschlag verübt. Ich muss sie jetzt leider tatsächlich noch mal dazu befragen. Ich weiß, dass die Situation, in der sie sich gerade befinden, natürlich super schlimm ist, wenn man seine Bleibe, sag ich mal, verloren hat. Ihr Freund ist ja, glaube ich, aktuell im Krankenhaus, ne? Das ist richtig. Genau. Der sollte aber auch wahrscheinlich gleich hier hinkommen. Ja. Das ist ja wohl die Verletzung auch nicht so schlimm. Ja. Ihnen geht soweit den Umständen entsprechend gut? Ja, ich hab's, glaube ich, alles noch nicht so richtig realisiert. Ich bin froh, wenn der Merkur gleich kommt. Ja, das ist ja auch sehr schwer, ne? Das ist ja quasi gerade erst passiert. Nichtsdestotrotz muss ich Sie ja erstmal darüber in Kenntnis setzen, dass Ihre Wohnung nicht einfach so durch irgendeinen technischen Defekt in Brand geraten ist, wo Sie vermutlich ja erstmal von ausgehen, weil man sich das ja sonst nicht erklären kann. Aber so wie es sich unseren Kollegen vor Ort darstellt, ist es tatsächlich Brandstiftung gewesen. Was? Ja. Also, dass es quasi willentlich ihre Wohnung in Brand gesetzt worden ist. Was? Aber, also, hat man da irgendwie schon Spuren oder was? Also, ja, es gibt niemanden, mit dem wir irgendwie schlecht stehen oder der uns irgendwas Böses wollen könnte. Ich kann das gar nicht glauben. Ja, das glaube ich. Das ist natürlich jetzt auch noch ein Schock, ne? Zusätzlich zu dem, ja, was Sie jetzt gerade sowieso erfahren müssen. Als wäre es nicht schon genug. Ja. Ja, ich kann das verstehen. Wir haben, die Kollegen vor Ort haben schon ein Beweismittel in Anführungszeichen gefunden. Das ist auch schon bei uns in der KTU und wird aktuell untersucht. Möglicherweise hat man da in irgendeiner Form Spuren. Das müssen wir aber alles erst prüfen, ne? Deswegen, wie hat sich das denn generell für Sie dargestellt? Es ist ja jetzt mitten in der Nacht. Wie sind Sie darauf aufmerksam geworden? Können Sie mir das einmal noch kurz schildern? Also es ging natürlich alles furchtbar schnell, deswegen durch den ganzen Schock fehlen mir vielleicht auch Teile, aber ich bin wach geworden. Komischer Geruch, hat mich nach links gedreht und mein Mann lag nicht mehr neben mir im Bett. Und der kam dann aber auch direkt reingeeilt, überall Rauch, keine Ahnung, hat mich über die Schulter geschmissen und rausgerettet. Also wäre der nicht gewesen, wirklich, dann säße ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr hier. Ja. Echt mein Lebensretter. Im Fall der mutmaßlichen Brandstiftung kann nun auch der Lebensgefährte der 30-Jährigen befragt werden. Können Sie uns auch noch einmal die Situation schildern? Ich habe gerade Ihre Freundin schon gefragt, die hat mir das auch schon mal kurz so angerissen, wie das so vonstatten gegangen ist. Können Sie mir das vielleicht aus Ihrer Sicht noch mal erklären? Ja, wir beide hatten einen schönen Abend miteinander und haben gesagt, gut, wir gehen ein bisschen früher ins Bett und so. Und ja, auf einmal, ich hatte noch ein bisschen Durst, dann bin ich an die Küche und wollte mir ein Wasser holen. Auf einmal merke ich, sag mal, hier ist irgendwie Rauch. Dann bin ich raus und dann habe ich gesehen, scheiße, hier brennt. Dann habe ich schnell Wasser geholt, wollte es löschen, habe mir den Arm verbrannt. Und dann habe ich einfach nur ganz schnell reagiert, habe meine Freundin aus dem Bett geholt und wir sind hier raus. Nicht, dass uns noch was passiert. Jetzt lichterloh gebrannt. Ich habe auch gerade, Ihre Freundin sagte schon, Sie hätten keine Feinde oder auch keinen Streit mit irgendwelchen Nachbarn oder irgendwelchen nahegestandenen Leuten. Deswegen wäre meine Frage jetzt, ob Sie da irgendwie jemanden hätten. Ja, da gibt's einen, der ist mir so ein bisschen ein Dorn im Auge, das ist unser Nachbar, der Vincent, ja. Also ganz ehrlich, der steht auf komm. Dich. Natürlich, der steht das, auf das dich. Das könnte ein Problem sein. Sie glauben, weil er auf ihre Freundin steht, dass es da zu einem Stress dann kommt. Zu so einem Stress, wo bemerkt. Ich wollte gerade sagen, das ist ja jetzt kein Delikt, was man jetzt so mal eben begeht, nur aufgrund einer Eifersucht-Szene. Der ist ganz komisch immer zu mir und sowas. Das ist der Einzige, der mir so ein bisschen sauer aufstößt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da vielleicht noch eine Idee. Ich muss mal gerade mal nochmal zur KTU. Ich würde Ihnen gerne mal was zeigen. Vielleicht können Sie uns da... Können Sie mal ganz kurz, bitte? Ja. Ich muss gerade noch mal kurz weg. Ich komme sofort wieder, weil ich würde Ihnen gerne etwas zeigen. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen mehr Hinweise geben. Okay. Ich bin direkt wieder da. Ja. Vielleicht haben die ja schon was. Also nicht, um Ihnen da zu nahe zu treten, aber ich sag mal, eine Wohnung in Brand zu stecken und möglicherweise davon auszugehen, dass jemand dabei drauf geht, also im wahrsten Sinne des Wortes halt stirbt. Ja. Meinen Sie, dazu ist Ihr Nachbar fähig, nur aufgrund dieser Geschichte, was Sie da vielleicht vermuten, wo Sie aber noch nicht mal wissen, dass es so ist?
Ja, nicht unbedingt, aber er ist einfach ein komischer Kauz irgendwie so, ne? Mhm. Also er benimmt sich bei ihr immer so wunderbar, weißt, so richtig schön und alles. Und aber das gefällt ihm nicht. Und es gefällt mir gar nicht, absolut ja. nicht. Nein, hallo, das ist schon mein Engel hier, ja? Und wenn da irgendjemand kommen will, ja, Schatz, sorry, ist so. Gucken Sie mal, ich habe gerade wieder, die sind übrigens noch dran, ich habe noch kein genaues Ergebnis. Ohne, dass Sie die jetzt mal in die Hände nehmen, gucken Sie mal, kennen Sie vielleicht diese Uhr? Das ist die Uhr von Vincent. Wieso glauben Sie das? Sind die sicher so sicher, dass die das... Habe ich die schon mal an seinem Arm gesehen. Und B, war der mal am Fahrrad reparieren irgendwo. Dann hat er die ausgehabt. Dann habe ich die gesehen. Dann habe ich diese Uhr habe ich ganz gesehen. Ganz sicher. Wissen ganz, Sie ganz, ganz sicher. Weil es ganz ist jetzt sicher. Nicht nur diese Geschichte, dass er sich vielleicht an Ihre Freundin daran macht, sondern diese Uhr, die wurde unmittelbar in der Nähe des Brandherdes gefunden. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich die Uhr kenne, ehrlich gesagt. Hundertprozentig ist die das von Vincent. Tja, also dann würde ich ja schon fast vorschlagen, dass, falls er seine Uhr wirklich vermisst, dieser Vincent, werde ich ihn einfach mal zu der Sache selbst befragen und ihn mal hier einbestellen. Auf der Wache wird Mark Westerhofen jetzt den verdächtigen Nachbarn in die Mangel nehmen. Das ist zwar eine etwas, will ich fast sagen, unchristliche Uhrzeit, aber Sie wissen ja, warum Sie sicherlich hier sind. Ne? Das können Sie sich bestimmt vorstellen, oder? Da ist jetzt alles nicht so ganz so schön, was da passiert ist im Haus. Also, geht's Ihnen gut soweit? Ja, ich bin noch ein bisschen unter Schock. Also, wenn Sie von einem Rauchmelder geweckt werden, dann wären Sie auch so ein bisschen durch den Wind. Wir haben ja noch die Kollegen auch draußen, die sind jetzt gerade noch im Rahmen der Ermittlungen noch ein paar Sachen am überprüfen, Spurensicherung und sowas, ne? Weil wir gehen ja davon aus, dass es sich hier aber höchstwahrscheinlich um Brandstiftung handelt und dass das nicht durch Elektroschad oder sonst irgendwas ein Brand entstanden ist. Okay, also das könnte ich mir jetzt, das, da habe ich gar nicht gedacht, aber wenn Sie das sagen, also wissen Sie, wer das war oder was, wie das? Das ist das Problem. Jetzt versucht man natürlich alle Beteiligten und auch alle Unbeteiligten, die jetzt da nicht direkt gewohnt haben, zu befragen zu der Sache. Und deswegen sind Sie, Herr Vincent, natürlich dann auch hier. Ne? Ich muss Sie auch zur Sache da befragen. Erstmal, wo Sie sich natürlich in diesem Zeitraum aufgehalten haben. Sind Sie da auch geweckt worden und dann sofort aus der Wohnung raus? Oder ja, ja. Wie darf ich das verstehen? Also die Rauchmelder haben plötzlich geklingelt und ich habe nach oben geguckt, ich wusste auch gar nicht, was los ist. Dann habe ich mehr und mehr Qualm geraucht, also Qualm in meiner Nase gespürt und dachte, okay, jetzt muss irgendwas am Brennen sein und bin halt direkt rausgelaufen. Aber mir ist jetzt nichts Verdächtiges irgendwie aufgefallen oder sonstiges. Ja, das ist meine Uhr. Das ist Ihre Uhr? Ja. Das wissen wir mittlerweile auch, Herr Vincent. Und wissen Sie auch, wo wir diese Uhr gefunden haben? Nein, weil ich die einen Tag davor verloren habe. Also ich habe die einfach hingelegt, weil ich an meinem Fahrrad repariert habe. Und dann habe ich die weggelegt und seitdem habe ich die nicht mehr gesehen. Also wann war das jetzt? Gestern? Vorgestern ja, irgendwann? Gestern. Und im Hof, da wo ich mein Fahrrad repariert habe, könnte sie theoretisch jeder genommen haben. Mit dem Bruder der nun obdachlosen 30-Jährigen kommt Bewegung in den Fall. Sie kommen mal gerade mit. Ja, wie geht's denn meiner Schwester? Ja, das würde ich sagen, das können Sie gleich vielleicht selber fragen. Aber ich würde sagen, grundsätzlich erstmal, es geht. Ja. Können Sie sich ja vielleicht vorstellen, wenn Ihre Wohnung letztendlich halt abgebrannt wäre und Sie alles verloren haben, dann würde ich sagen, dann geht es einem nicht ganz so gut. Ne? Aber zum Glück ist es so halt, dass den beiden Wohnungsinhabern... Ja, den beiden. Ich habe schon gesehen, der Mirko ist auch dabei, gell? Ja, mir geht es soweit ganz gut. Was meinen Sie jetzt mit so... Wir sind ja hier relativ allein, oder? Sie können offen reden. Das wäre ganz gut, wenn Sie das tun. Vielleicht können Sie zur Sache da irgendwas beitragen. Der Mirko, das ist ein komischer Vogel. Inwiefern? Also, wie soll ich das beschreiben? Der ist irgendwie falsch, der Typ. Also, ich mache mir ein bisschen Sorgen um meine Schwester. Die hat immer irgendwelche komischen Typen gehabt. Ja, aber der ist... Und das ist auch so ein komischer Typ. Das ist der allerkomischste Typ. Also der ist mir ganz, ganz suspekt. Der benimmt sich auch ganz anders, wenn ich mit dem allein bin. Ich habe ein bisschen recherchiert. Und zwar, ich war mal mit dem alleine. Also ich habe mitbekommen, wie der zum Beispiel der Post durchsucht hat und den Laptop durchsucht hat. Der streitet natürlich alles ab, der hat immer wieder Ausreden. Ich war auch mal mit dem allein, der benimmt sich ganz anders, wenn ich mit dem alleine bin. Das ist so ein richtiger Proll und so richtig
ja, sag mal, besitzergreifend, oh, ist meine Frau, die hat mir zu gehorchen. Und wenn wir drei zusammen sind, ist das ein ganz anderer Typ. Also der ist auch komisch. Und dann habe ich mich ein bisschen im Internet schlau gemacht und habe die, die Ex-Freundin von ihm habe ich ausfindig gemacht. Ich habe ihr jetzt noch nichts gesagt, weil passt jetzt auch super, dass ich hier bin. Ich wäre eh früher oder später zu Ihnen gekommen. Und zwar, lassen Sie mich gerade mal gucken. Ich habe eine Frau ausfindig gemacht. Das ist die Ex-Freundin von dem. Alisa Zeuner heißt die. Ich habe die kontaktiert. Die wollte aber nicht so richtig mit der Sprache rausrücken. Die hat nur gesagt, der Typ ist gefährlich. Man muss aufpassen bei dem. Zeuner heißt sie. Ja, mein Handy klingelt. Alisa Zeuner, ja. Ja, warten Sie kurz. Und das wäre natürlich, ja, natürlich Melina, so ein bisschen, also ein bisschen mehr müssen wir da schon haben. Jo, ich komme mal eben rüber. Sie möchten gerne mit dem da irgendwie... Ich gehe mal eben zu KTU rüber, ne? Okay. Sie finden den eben komisch und dass sie ihm mal vielleicht auch geäußert hat, ja, sie müssen aufpassen, der ist gefährlich. Ja, die muss ja irgendwas wissen. Ja, aber die blockt ja bei mir ab. Genau, ich würde ja gerne noch mehr recherchieren. Das ist ja das Problem. Sie sind ja bei der Polizei, vielleicht können Sie ja da bald machen. Ja, das ist unser Job. Ich habe die jetzt gerade auch im System mal kurz eingegeben. Ich guck mal nach, ob ich irgendwas finde. Ja. Ich habe hier einen Eintrag. Das ist schon ein bisschen komisch, ne? Dass ja, die... sag ich doch. Naja, aber Sie wissen ja den Eintrag nicht. Ja, ich habe jetzt gerade die Alisa Zeuner jetzt gerade mal hier überprüft. Also sie ist in 2018 Mai als Zeugin bei einer Ermittlung eines Wohnungsbrandes hier eingetragen. Echt? Ja. Und das also, hängt inwiefern zusammen? Ja, genau, den weil, Zusammenhang suche ich jetzt gerade. Ja, nur. Das würde tatsächlich mit den Infos aus der KTU zusammenpassen, die ich gerade bekommen habe. Also zum einen wurde der Wohnungsbrand ausgelöst durch eine große Menge Spiritus, also eine große Flasche Spiritus. Da muss es auf jeden Fall, das geht ja innerhalb von Sekunden in Flammen auf. Auf jeden Fall. Und was dann noch ganz komisch ist, die Uhr ist ja um 1.10 Uhr stehen geblieben. Genau. Weißt du, wann der Notruf bei der Feuerwehr einging? Habe ich jetzt gerade nicht umschirmt, ne? Um 1.03 Uhr. Das heißt, der Notruf, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Uhr durch den Brand stehen geblieben ist, ist der Notruf quasi vor dem Brand eingegangen. Im Fall der Brandstiftung hat sich das Blatt noch einmal entscheidend gewendet. Wir haben ein paar Informationen bekommen zu dem Fall. Und wir haben vielleicht sogar eine Lösung. Ja, perfekt. Und vielleicht auch ein paar Unstimmigkeiten, aber da können Sie uns vielleicht weiterhelfen. Warum Unstimmigkeiten? Ja, also ich sag mal so, der Notruf bei der Feuerwehr, der ist um 1.03 Uhr eingegangen. Die Uhr, die Sie ja sofort erkannt haben von Ihrem Nachbarn, wo Sie sich ja so sicher waren, dass das seine Uhr ist, die ist um 1.10 Uhr stehen geblieben, würde darauf hindeuten, dass der Brand um 1.10 Uhr stattgefunden hat und die Uhr aufgrund dieser Verbrennungen, sag ich mal, stehen geblieben ist. Ist nur komisch, dass um 1.03 Uhr schon der Notruf bei der Feuerwehr einging. Darüber hinaus haben wir noch eine andere Sache, und zwar Tatsache. Sie hatten ja eben erwähnt, dass Sie diese Uhr schon mal gesehen haben bei Ihrem Nachbarn, als er das Fahrrad draußen repariert hatte. Das stimmt, das hat der Nachbar tatsächlich genauso ausgesagt. Und er hat aber auch ausgesagt, als er dann eben sein Fahrrad repariert hatte und die Uhr abgelegt hatte, war die Uhr danach verschwunden. Und diese Uhr, die wir jetzt dort drüben in der KTU halt vorliegen hatten, die bei mir hinten am Schreibtisch liegt, das ist genau seine Uhr, die er vermisst. Also, jetzt mal Butter bei der Fisch. Was ist hier los? Ja, dieser Typ da, der hat mich sehr aufgeregt. Und der Nachbar. Der Nachbar, der Vincent, ja. Und der hat mich halt einfach aufgeregt, ja. Und wegen dieser, niemand dieser Geschichte, niemand mit der Freundin, meine Frau, niemand hier. Sie schmeint. Sie schmeint Eigentum. Nee, ich denke nicht. Ja, doch, natürlich. Was haben Sie denn zu einer Frau? Wenn Haiopai da kommt und wir hier mit meiner Frau da irgendwas machen, dann werde ich zum Tier. Ganz einfach zum Tier. Weißt du, wissen Sie, wann ich zum Tier werde, wenn Menschen so reden wie Sie? Niemand ist von jemand anderem das Eigentum und schon gar nicht eine Frau von irgendeinem Mann. Natürlich, ich liebe es hier von allem, dann ist es ja auch meins, ganz einfach. Ganz einfach. Machen Sie mal die Augen zu. Machen Sie mal bitte die Augen zu. Und dann sagen Sie mir dann, was Sie dort sehen. Und ich garantiere Ihnen, da sehen Sie keine Frau, weil kein Mensch gehört irgendjemandem. Und Sie haben echt ein Problem. Und ich sage Ihnen sofort, das, was Sie als Problem haben, damit müssen Sie zum Arzt gehen. Das ist nicht normal, ehrlich nicht. Und das billige Denken, hören Sie zu, wenn Sie billigend das noch in Kauf nehmen, dass die Menschen vielleicht sogar versterben wegen Ihrer Brandgeschichte. Das müssen Sie sich mal überlegen, wie krank das ist. Ihre eigene Freundin, Sie halten jetzt den Mund, Ihre eigene Freundin
die hätte dabei draufgehen können. Die hätte sterben können und Sie sagen, das ist ihr Eigentum. Wäre Ihnen das lieber, dass sie stirbt, damit ihr Eigentum bei Ihnen bleibt? Niemals, sie gehört ja mir, ich will sie ja nicht verlieren. Ja, sehen Sie? Ja, das hätte so passieren Typ, können. Wie dieser Vincent, dieser Sie sind geisteskrank im Kopf, was ist denn los mit Ihnen? Stehen Sie mal auf. Ich grundsätzlich mag eigentlich nicht so gerne Menschen mit einer Doppelmoral. Es gibt aber auch Menschen, die nicht nur von ihrem Sternzeichen vielleicht zwei Gesichter haben, sondern die tatsächlich so veranlagt sind. Sie sind narzisstisch veranlagt. Also ich habe das Gefühl, dass diese Menschen entweder in der Vergangenheit irgendetwas nicht kapiert haben oder diese Menschen brauchen einen Arzt. Die brauchen echt ärztliche Unterstützung. Die müssen sich da beraten lassen. Ich weiß, die Situation an sich ist sowieso schon sehr schwierig für Sie. Und wahrscheinlich wird die auch jetzt gerade noch unschöner, denn Sie hatten tatsächlich recht. Mit was? Ihr Freund hat den Brand selber gelegt. Was? Ja. Er hat, ich sag mal, krankhafte Anwandlungen. Er glaubt auch, dass Sie quasi sein Eigentum sind. Und dieser Nachbar war ihm quasi ein Dorn im Auge, weil er sagte ja schon, dass er irgendwie vermutet, dass er auf sie steht und ähnliches. Und das war sein Motiv eigentlich, diese Wohnung in Brand zu stecken, quasi für sie als Held dazustehen, weil er sie ja noch gerettet hat. Und diese Schuld quasi auf ihren Nachbarn zu lenken, damit der im Endeffekt halt aus dem Weg geschafft wird. Ich kann nicht glauben, was ich denke. Die Tierarzthelferin zieht zu ihrem Bruder und trennt sich noch in derselben Nacht von ihrem Freund. Der 34-Jährige muss sich wegen schwerer Brandstiftung in zwei Fällen verantworten.